frisches Gebiet, relativ frische Helden. Neue Häuser. Not again. Tick, 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 tick. Gut. Achso, wir schleifen die ganze Zeit um tote Quellen mit dabei. Ja, ich weiß. Aber hoffentlich kriegen wir jetzt hier genug Gold, um sie dann auch wieder zu beleben. Die Straßennamen könnten auch für Rätsel wichtig sein. Aber ich denke nicht, dass irgendeine Straßenname nach dem verrückten Gott benannt wurde. Was haben wir da für eine Statue? Ein Ogerlord. Den haben wir letztes Mal besiegt, aber es hat uns Gwendolyn gekostet. Ich glaube, das sollte erstmal nicht gemacht werden. Du bist der Ogerlord. Also ein Ogerlord da, ein Ogerlord hier. Hilft nichts, hm? Na komm, Ogerlord, bitte. Könnte auch mal blocken mit meinen Tanks. Aber die unteren machen dafür nicht genug Schaden. Probier's trotzdem mal. Defend, Defend. Bardsong, Debuff. Ja, du versteck dich lieber. So. Aber unsere Tanks tanken. Und die Magier müssen jetzt du debuffst auch. Den. Und du machst jetzt Feuer. Den. Achso, Tirk hat sich noch gar nicht verteidigt, bevor. Ja. Okay, das bringt gar nichts. Angreifen, einfach angreifen mit allen. Fight. Attack, Attack. Attack. Attack plus 10. So, du. Quick Fix. Tirik. Du, Word of Healing. Tirik. Fünf popelige Schaden haben gewählt. Ja. Also abermals der Tausch. Ogerlord gegen einen unserer Helden. Was hast du jetzt beschützt? Mangas Tower to the West. Okay, wir haben jetzt Mangas Tower hier unten. Und Kylearans Tower da unten. Aber was bringt das? Also der ganze Kampf gerade war auch wieder für die Katz, richtig? Ja, und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier gegen den Ogerlord kämpfe, dann werde ich auch nur wieder vor dem wieder da unten stehen. Oh, das ist schade. Okay, ich laufe jetzt zurück zum Schmied, hoffe, dass ich da genug Krams verkaufen kann, um wenigstens, ja, Tirik zuerst wieder zu beleben. Also Gwendolyn ist schon länger tot, ich weiß, aber Tirik ist halt ein sehr wichtiger Charakter, weil, ne? Quasi Haupttank mit Girogon zusammen. Und dann? Ja, ich weiß nicht, wo wir weitermachen müssen. Ja, fehlen noch über 300. Talk to the Guild Leader. Ja, nichts Neues, nichts Produktives zu nehmen. Okay, wir
schmeißen Tirik raus und Gwendolyn und nehmen dafür El Cid wieder mit. Und das reicht. Also El Cid ersetzt gerade Tirik und Sir Grady ersetzt gerade Gwendolyn. Und mit denen machen wir jetzt weiter. Hat irgendjemand noch ein Level Up? Mernun ist relativ kurz davor. Hier, unser Dieb. Sir Grady kann Level Up bekommen. Ja. Talana auch 1. Brauchen noch 65. Ernsthaft? Wo machen wir weiter? Da, ne? Oder bei dem Teleporter. Ich weiß nicht, was ich bei dem Teleporter machen soll. Sind wir aber gerade in der Nähe. Gehen wir runter, ob wir da irgendeinen Spruch haben bei dem Teleporter. Noch dreimal. 1, 2, 3. Da ist er eingezeichnet. So. Oh, hallo Maria. Take Portal down, take Portal up, nein. Cast a spell. This spell will cause the dungeon walls within 30 feet of a stairway to call out of the party's traveling forces. Hui. Cast Trap Zap. Hat nicht funktioniert. So, ich weiß, ich muss aber noch nach Süden laufen, dann komme ich wieder zum Teleporter. Habe ich auch gedreht? Da müsste Teleporter sein. Da war der Teleporter, okay. Also es zählt nicht als Falle. Also gar keine Mana mehr. Gucken nach Süden. Gucken wir nach Süden. Party kommen mit New Party. Wir können doch jetzt mal da drauf drücken. Okay, wir haben eine Spinne dazu bekommen. Macht nichts. Ja. Okay, schade. Da brauchen wir irgendwie einen Teleportspruch oder ein antimagisches Feld oder irgendwas in der Richtung. Ist also kein weiterer Weg. Bei dem Kündli-Aran-Tower kommen wir nicht weiter. Bei dem Madgod kommen wir nicht weiter. Wir müssen also den Steingolem angehen. Was ich nicht für eine gute Idee halte. Weil er halt one-shottet. Aber vielleicht one-shottet er ja die Spinne. Oder er one-shottet El Cid oder Sir Grady. Dann können die anderen Schaden machen. Also wir verheizen jetzt Helden, um weiterzukommen. Stone Golem. So, Skirugon Attack. Mernun. Debuff die Sau, dass sie weniger Schaden macht. El Cid angreifen. Sir Grady, ja, Hide. Du machst bitte Vorpal Plating auf Gerugon für mehr Schaden. Und Yallin.
Also einfrieren hat bei dem Film nicht funktioniert, ging letztes Mal schon nicht. Aber es scheint ein Eisgolem zu sein. Nee, hier macht Battle Skill ebenfalls auf Girogon, dass er richtig schön Schaden macht. Unser Bardentank hat überlebt. Nice. Und die Buffs kommen auch bevor er angreift. Das heißt, er könnte richtig gut Schaden machen. 18, naja. Okay, Girogon, Attack. Manon. Du bist eigentlich tot. Also man kann wahrscheinlich immer nur ein Lied zur Zeit. Ja, dann Attack. El-Sid Attack. Sir Grady Hyde. Du kannst nichts machen. Du kannst versuchen, jetzt Mernun gegenzuheilen, aber mal im Ernst, das wird nicht. Oh, dank der Schwächung macht er jetzt keine One-Hits mehr. Ja. Komm, Girogon, treffen, treffen, treffen. Boah, nice. Puh, okay. Was ist das? Also das ist der nächste Golem, das will ich nicht. Die Häuser haben wir alle von der Rückseite schon gesehen. Das ist alles jetzt nur für diesen einen Tempel hier gewesen. Da können wir uns halt mal... Warum spielen? Warum? Warum? Ist der hier günstiger, oder? Boah, nee. Okay, warte. Da ist ein Dungeon. Ein Dungeon klingt toll, aber davor ist ein Drache. Und ich glaube, das ist kein spaßiger Drache, den man mal einfach so angehen könnte. Mel hat ein Level Up. Ja, Mernun hat ein Level Up und Yalan hat fast ein Level Up. Umhauen. Und ganz vergessen, dass unsere auch schon fast tot sind. Attack, attack, attack. Cast Word of Healing auf Mernun. Ah, ist knapp. Okay. Ja, sehr knapp. Wir hätten genug, um eine gewisse Person wiederzubeleben. So und mehr nun vorher noch ein Level Up holen lassen. Mist. Ja. Mach den Heilspruch. Quick Fix auf mehr nun Defend. Gut. Advancement. Die ganzen anderen 9. 300 fehlen hier noch. 500. Ah, es dauert zu lange. Class Change ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ab wann wir das machen sollten. Also es wurde vorgeschlagen, dass sie die Zauberklassen erst dann wechseln, wenn sie auf Stufe 10 sind. Wahrscheinlich, weil sie dann alle Sprüche haben, die sie haben sollten. Aber sonst... Also jetzt aus Gero ganz auf den Paladin machen, was dann passiert? Keine Ahnung. Müsste man testen, aber testen ist jetzt immer so eine Sache, aber es könnte halt auch in die Hose gehen. Oh, wir haben eine Maze.
Achso, nee, das sind nur die einzigen Sachen, die wir zu verkaufen haben. Schön. Oh, warte, haben wir was Neues vielleicht mal im Angebot hier? Kaufen. Nö. Nö, 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 nö. Dann nehmen wir doch mal Elkit und holen dafür Tirik wieder. Hä? Hey. Achso, der hat ja ein Level Up, ne? Das heißt, es sind nicht mehr 1900, sondern vermutlich wesentlich mehr. Tirik, 2250. Okay. Bei dem regulären Tempel hier. Jetzt gehe ich mal zu diesem super duper doll bewachten anderen Tempel und hoffe doch sehr stark, dass wir da weniger bezahlen müssen als 2250 Orken. Obenrum. Hobbits sollten okay sein. Unser Lieblingslied. So, das Lieblingslied darfst du aber gleich nochmal spielen. Lost his voice. Okay, wir brauchen unterwegs eine Kneipe. Irgendwo eine Kneipe. Da, Drawblade Tavern. Dun, 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 dun. Order Drink, Menu, Bier. Wie viel kriegst du dadurch eigentlich zurück? 6, okay. So, weiter in Richtung super doll bewachten Temp. Achso, sind wir schon drauf bei. Drei Gnome. Word of Healing auf Mernun. So, 2250 für Tirik. 2250. Also 36 fehlen noch. Der Tempel wird nur da sein, damit man aus diesem Dungeon leichter in den Tempel reinkommt. Und ich bin ja auch gespannt, was da ist und so, ne? Aber ich würde halt ungerne jetzt noch jemanden verlieren. Ich denke, ich lasse unsere Helden jetzt hier mal stehen. Wenn irgendein Kleinkram sie überfällt, hauen sie es einfach nieder und danach warten sie weiter. So lange, bis sie gut regeneriert haben und ich mich traue. Achso, und durch den Trash kriegen wir noch ein bisschen Gold rein. Das heißt, wenn wir unsere Helden dann wiedersehen, haben sie hoffentlich 2250 Gold durch passives Einkommen dadurch und haben mehr HP. Das heißt, wir können dann Tirik wiederbeleben, ihn mit den SP, die regeneriert wurden, geheilen. Und dann mit einem frisch wiederbelebt geheilten Tirik einen Drachen bekämpfen. Das klingt doch super. Also jetzt abwarten, bis die Helden hier fertig sind.